Yu-Gi-Oh! Nightwish gegen Judgment HP heißt es jetzt. Ja. Die Infernoiden schlagen wieder zu. Gegen Yosenyu. Ich glaube, wir hätten die Hälfte der Teilnehmer einfach rausschmeißen können und durch einen Bot ersetzen, der Yosenyu spielt. Weil die Decks unterscheiden sich so minimalst von denen. Ja, und jetzt gleich Makrokosmos gegen Infernoid. Das ist richtig böse. Oder wäre es gewesen, wenn ich das hier gekommen wäre? Ja, da kam halt gleich die Antwort, das war ein bisschen blöde. Aber die Idee war gut. Ja, das schwarze Loch gegen den ist etwas witzlos. Infernoid. Das Thema, dem man sich als Gegner immer denkt, wieso passiert das hier und was passiert hier gerade? Mhm. Also Infernoid sag ich aber noch, das ist ein sehr schwierig zu spielendes Thema. Großen Respekt Nightwish deswegen. Der kann nichts machen. Total banal eigentlich. Und Ende. Also, nicht banal zu spielen, die Aktion ist ziemlich banal. Immer die gleiche Rotation und Hannes kommt nicht raus. Ja. Bis gleich zum nächsten Duell. Bis gleich. Hannes fängt an. Warum? Er hat doch verloren. Ja. Er wollte wohl die Infernoiden nicht anfangen lassen. Hat gehofft, er zieht sowas wie ein Makrokosmos, hat er aber nicht. Oder irgendwas von seinen gesideten Karten. Ich nehme einfach mal an, du hast gerade irgendwas gesagt, was Sinn ergeben hat. Hat es weggeleckt? Ja, ja. Naja, bei mir hat man es gehört. Ja, da kam der Makrokosmos minimals zu spät und er ist sowieso schon wieder weg. Und das ist jetzt ordentlich schade, der da rumkommt. Jo, fehlt nur noch Reasoning. Aber Hannes kann zumindest etwas machen. Oder auch das nicht. Zurück. Das war ja schlimmer als vorhin bei Suzu. Ja, das noch, weil er es konnte. Weil er eh aufgegeben hatte. Und da kommt ein Monster-Tor. Mhm. Ja. Das war zerfetzt. Yep. Nightwish kommt weiter. Hannes ist raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.